Ja, Namen zusammen auf meiner Seite. Ich glaube, heute können wir wieder einen Strich machen. In der Rubrik selbst geschlagen. Erste Halbzeit völlig verpennt. Unterm Strich hat auch mit Sicherheit, wie Thorsten sagt, die reifere und intelligentere Mannschaft heute gewonnen. Grundsätzlich muss ich sagen, ich kann verlieren. Gehört zum Sport. Ja? Nicht nur immer Schulterklopfer abnehmen, wenn man gewinnt. Aber ich kann nicht verlieren und dann als Demütigung noch mich auslachen lassen. Tja, müssen die Jungs sich wirklich mal hinterfragen. Warum kommt das? Was habe ich dafür getan? Oder tue ich alles dafür, überhaupt erfolgreich zu sein? Wie gesagt, wenn man in der Oberliga eine Halbzeit verschenkt, dann ist es schwer, drei Punkte für sich zu behalten. Wobei man sagen muss trotzdem, dass wir in der zweiten Halbzeit nochmal einen guten Faden bekommen haben. Aber grundsätzlich muss man dazu sagen, wir haben vorne ein Problem, Chancen zu kreieren. Die Durchschlagskraft fehlt uns einfach vorne. Dann, ja, wie Thorsten sagt, die nötige Frische hat mir gefehlt. Dann auch bei den Einwechslungen, obwohl Kader die Sache ganz ordentlich gemacht hat. Auch Daniel Braun hat seine Sache ganz ordentlich gemacht bei seinem Comeback. Ja, unterm Strich muss man leider wieder festhalten. Cleverness, Erfahrenheit, auch Wille sind alles Faktoren, die in der Oberliga oder generell zum Sport gehören. Ja, die haben wir heute nicht an den Tag gelegt oder haben wir generell manchmal nicht. Deswegen haben wir auch verdient verloren. Was mich halt wirklich stört, ist, dass wir halt dann immer so lange brauchen, irgendwie wach zu werden, um zu realisieren, was ist möglich. Die Mannschaft von Thorsten war in der ersten Halbzeit sehr defensiv, überraschend für uns. Stieg 5. und 6. Tabellenplatz. Ich glaube, man hätte vom Spielaufbau nie sagen können, die Tabellensituation ist so, eher andersrum vielleicht, weil die haben sich wirklich sehr tief fallen lassen. Und da müssen wir einfach den Hebel weiter ansetzen. Chancenkreation, vorderer Drittel, ja. Eine Sache noch zur Einstellung. Ich habe den Jungs in der Halbzeit gesagt, dass man immer versuchen muss, alles zu zeigen. Ja? Man muss sich dann wirklich leider hinterfragen, warum steht man da, wo man steht. Ja? Gibt man alles in seiner Freizeit oder auf dem Platz oder im Training und dann muss man unterm Strich die Tabelle sich angucken oder die Spielergebnisse auch und dann muss man leider festhalten, dass irgendwo die Qualität fehlt. Ja? Tut irgendwo weh, die Erkenntnis. Wir sind zwar nicht abgestiegen, noch nicht rechnerisch, aber es sieht ja danach aus. Und ich habe ja im Vorbericht schon anmerken lassen, wir müssen ein neues Wir-Gefühl errichten. Ja? Mentalitätsspieler müssen wir haben. Und wie gesagt, da setzen wir an. Danke.